MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Und damit willkommen zurück zu Let's Play Agents of Mayhem. In der letzten Folge sind wir Dr. Babylon begegnet. Den sollten wir eigentlich kalt machen, aber der hatte da irgendwie keine Lust zu. So, Mayhem-Lilie, damit können wir Charaktere, die zum Beispiel verstorben, was heißt verstorben sind, also die platt gemacht wurden, die können wir damit zurückholen. Oh! Ja. Ja, ich merke das schon. Hier fällt alles auseinander. Boah, jetzt aber gut. Ah, schön. Ja. Genau, wir haben jetzt Klopf aber abgeschlossen. Ah, jetzt gibt's halt Gadgets. Und Geld natürlich. Wir machen weiter. Nächster Einsatz. Komm! Gut, ich hätte das jetzt auch noch in die alte Folge packen können, aber nö. I don't know. It's just I think he sees me more like a sister than a woman, you know? What's your opinion on intra-agency romance, Friday? Me? Why? What did you hear? Oh, thank goodness. Hold on. What's this? Oh dear. What's up? Dunno. I'm picking up a massive dark matter energy signature. Friday, you there? Yes, hello? Agent, what's going on? Yeah, so I don't think getting Babylon is going to be as easy as we thought. Hey, hey, hey there. Welcome to Seoul. Willkommen in Seoul. What happened in that lair? We found D-Babs, but he unleashed one of his glowing orb things into Seoul. From what I'm seeing, that dynamo is channeling enough energy to level Seoul. I do not care about the dynamo or Seoul. I care about Dr. Babylon being dead. Persephone, babe, don't worry. Friday and I will have this wrapped up in no time. You better, Agent. You better. And it just moved. It moved, huh? Aua, aua, aua! It's about you! I'm in the area, Friday. Let's trooper. Cue the action music. Oh, komm. Komm, ich zeig dir mal, wie schnell dir ein Licht aufgehen kann hier. Ja, hier macht die Framerate manchmal ein bisschen Probleme. Wenn dann so richtig viel abgeht. Aua! Komm her! Wo schlägst du hin, Mann? Geht doch. Was?
Oh. Kann ja wohl nicht wahr sein hier. Did it just move again? This thing is starting to piss me off. It must be leading you somewhere. But why? What could it be looking for? Hm? Oh, it covered quite a bit of distance there. If you'd rather drive, I'm sure there are plenty of civilian vehicles around you could commandeer, yeah? Ja, ja, ich nehme ja schon Auto. Yay! Oh, Baum. Ich weiß noch, in der Session, die ich als am Anfang aufgenommen habe, habe ich dieses Ding nicht gefunden. Und tschüss. Hey, this ain't rehearsal. Und tschüss. So läuft das. Und nicht anders. Jetzt wird's fies. Oh, wow. Ja, nee, es ist klar. Ein Golem! Ja. As expected, I'm mal gerade was gucken. Machen wir Mittel. Normalerweise läuft das auf Hoch sehr flüssig. Also, hier läuft's auch sehr flüssig, aber OBS hat da so irgendwie... Weiß ich nicht. Aber auf Mittel ist das auch noch geil, also... Von daher, es geht ja um den Spaß. Oh, wow, wow, wow. Hau mal ab jetzt. Cue the action music. Kommt schon! Geh down! Ja, Mann! Und tschüss! Are you done playing with Babylon's toy? Good. Now get back to the Ark, so we can plan our next move. I'll see you back at the Ark, Agent. Einsatz abgeschlossen. Willkommen in Seoul. Korea. Hm. Verbesserungskern. Dr. Babylons Allerheiligstes. Was too unstable for my work. Where is my crystal? The process cannot be rushed. Your time is nearly up. Do not squander this final opportunity. Yes, Morningstar. I have a plan. Behold, the Cermak Comet. The crystal encased in its shell has a dark matter resonance more than sufficient for the Morningstar's plans. And I have precisely the tool for the job. The Hammersmith Graviton Induction Resonator. Do not fail me, Hammersmith. I must have that comet. Das ist mal ein Name für eine Waffe. Besonders natürlich der eigene Name. Well, since it seems we're going to be in Seoul for a bit, let's get our bearings. Can you get to higher ground, Agent? Ja, müsste ich. Ja. Jetzt ist die FPS-Zahl auch ganz okay. Dann spielen wir es jetzt auf Mittel. Was? Aufzüge. Da. Ei, ei, ei. Juhu. Und, ja. Und hoch mit uns.
This is the Tomorrow Tech Expo main pavilion. Ja, dann. Have a look around while I find us a suitable spot to call down a warp generator. Ah, also wir haben. Well, we certainly hope you enjoy the wonderful items on display here at the Tomorrow Tech Expo. We'd like to remind you that the TTX is not responsible for inventions. Ja, wir können uns hier in der Welt frei bewegen und viel Kram finden und alles Mögliche. Das wird richtig geil. Mal gucken, was wir so finden. Wir können Stützpunkte übernehmen und alles Mögliche machen an Kram. Bin mir sicher, das wird richtig funny. Look at all this. Soul certainly means it when they say building the city of tomorrow, yeah? Ja? Ich zeichne es übrigens in 30 FPS auf, obwohl ich hier tatsächlich problemlos 60 FPS rauskriege. Aber wie gesagt, OBS tut sich im Moment echt schwer. Soul's Tranquility Temple. Head there and set the beacon for a warp point, yeah? Genau, Fortbewegung der Agenten. So, das Geile ist, wenn wir hier abschmieren, wir überleben das einfach mal. So, Persephone sounded happy. Das yeah, ist so geil. There's a shark sniffing blood. You guys aren't gonna sell me out, are you? What's this? Ein Omsibus. Reality TV star Rod Stone is accepting blame for his fuck up? Look, we all made mistakes in that lair. Okay. Yeah, sure. Of course, some of us made bigger mistakes than others. Hm? Wie gesagt, wir können uns hier echt total frei bewegen, irgendwie ultra viel. Sogar Zivilisten umklatschen bringt Punkte. Die sterben natürlich nicht, die schlafen alle nur. Ne? Aber ich glaube oben rechts, das ist unser Gegnerradar oder wie eine Art Verhandlungslevel. Wenn wir zu viel Scheiße bauen, geht das hoch. Wir probieren es mal aus. Nö, irgendwie nicht. Aber hier gibt es Ärger direkt. So, auch Autos fliegen in die Luft. Sehr nice, aber das will ich ja gar nicht. Hollywood! Und mal gucken, was abgeht. Es bringt natürlich mega Punkte, ne? Home sweet sacred temple turn field office. Come see me as soon as you get in. Und tschüss, Auto. All right. Call down the warp generator and let's get you home. Geht's jetzt nach Hause? Oh, aha. Also es kommen auch immer random Feinde und die bewegen sich natürlich hier auch. Ja, komm her. Wuhu! Direkt umgehauen. Was? Wie Hände hoch? Nee. Aua! Wow. Hast du einen Knall oder was? Wo ist der denn jetzt? Hallo? Ah, egal. Ach ja, wir müssen ja. And teleportation capability is online in Seoul. Come on back to the Ark, Agent. Ja. Ja. Ah. Da können wir zurück ins Legion Ark. Has eradicated the Machen wir mal. Of nuclear war, rebuilt the global economy and introduced the greatest scientific discovery since fire. Yeah. And we're the bad guys. Well, welcome back to the Ark. Have fun in Babylon. Mayhem Vice. Stephanie and I are still coordinating our plan. In the meantime, Claymore requested a word with you. So, wir befinden uns im Ark in unserer Kommandozentrale. Ja, hier macht die Framerate ein bisschen schlapp.
Nicht immer, aber manchmal. So. Wo können wir denn... Da müssen wir... Wirp, wirp, da hat's Handy vibriert. So. Hoho, welcome to the armory there. Hey, I heard about what happened in Babylon's lair. No worries, Persephone will cool off. Besides, with me fitting your kits, he won't stand a chance next time you find him. That reminds me, Gremlin was asking about you. Swing by the R&D lab when you've a chance. Aha, hier können wir jetzt unsere Agenten bearbeiten, Gadgets und Waffen. Bei ihr zum Beispiel Gadgets. Der Kanonenschuss. Treibsand. Nehmen wir mal. Powermagazin. Patronen erhöhen Waffenschaden um 25%, lassen Fortunes Waffe aber auch schneller überhitzen. Egal, wir nehmen das. So. Verbesserungen. Haben wir jetzt 2 Punkte. Dann nehmen wir erstmal auf je, legen wir auf jeden ein. Okay, dann legen wir den Kern da rein. Wir sammeln natürlich. Und hier haben wir dann auch die Agentenfähigkeiten. Glory ist die Drohne. Hello. Hello. Da haben wir passiv. XL-Magazin. Auch 2 Punkte. Da will ich immer gucken, dass ich das später auch gerecht bei den Helden immer verteile. Ne? Das ist mir schon wichtig. So, hier haben wir jetzt ja nicht viel, wie gesagt. Auch da. So. Wie gesagt, ich verstehe nicht, warum an manchen Ecken die Framerate so um auf 27 FPS geht. Dann fängt sie sich auch direkt wieder. Gehen wir mal zu ihr. Hey, there you are. Oh, I just got the fabricator up and running again, so Gremlin's R&D shack is raring to go. Once I have the materials I need, that is. Ja, hier wird es jetzt interessant. Gremlin Technology, beziehungsweise später dann auch die Legion Technology. Also, ne, unsere und die der Feinde können wir später auch erlernen. Ne, hier, Achso, für sie. Die könnten wir jetzt entwickeln. Fortfahren. Die Bowlingkanone haben wir jetzt gebaut. Schön. See you on the Flippy Floppy. Flippy Floppy. Ja, ja, ja. Stephanie wants a word with you. Best head over to her office then. Sure thing, Friday. Agent. Well, it seems your complete and utter failure to assassinate Dr. Babylon may have yielded some positives. Yes! I mean, yeah. Intelligence suggests Babylon intended Soul to be more than just a brief pit stop. We need to find out what the doctor's designs are. Friday has the details. Go see her. Now go back to work before I have Carol in HR enact a performance review. Also wir sehen, das Ganze ist auch schön interaktiv. Ne, während wir uns unterhalten, können wir auch den Charakter einfach beliebig wechseln oder rumballern, je nachdem. Ja, nächste Mission starten wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.